Also ich bin Josephine. Ich bin die Jasmin. Und ja, wir beide beste Freunde. Was halt in der Freundschaft sein muss, Vertrauen, das ist das Wichtigste bei uns. Spaß haben. Und was halt dazu gehört? Red weiter. Ja. Vertrauen. Sehr, sehr viel Liebe. Muss dabei sein. Ja, dass man jemanden so akzeptieren soll, wie er ist. Halt. Und man sich für niemanden ändern soll. Also halt bleiben, wie er ist. Also füreinander da sein auch. Sich alles erzählen können. Das ist sehr wichtig. Wir kennen uns jetzt schon 3 Jahre und kennengelernt haben wir uns in der Mensa. In der Schule? Also in der Schule. Das kam so, dass ich einen Jungen fertig gemacht habe. Und sie hat sich halt lustig drüber gemacht. Und ja, so halt wurden wir Freunde und so. Wenn irgendwas passiert wäre, würde ich als erstes meine Freundin. Meine Freundin wäre an erster Stelle gewesen. Ich meine, wir hatten ja schöne Jahre und so zusammen. Und das kann man ja nicht einfach so kaputt machen. Wir sind ja beste Freunde und so. Haben wir darüber geredet. Nee, das war auch schon wie vorher. Aber unsere Freundschaft ändert sich schon nichts. Auch wenn sie eine andere Schule ist oder so. Oder eine Religion. Das ist egal. Bei mir und bei ihr. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir halt egal. Sobald man der Freundin vertrauen kann, mit der reden kann und Spaß haben, ist mir egal, welche Religion oder welche Landsmann. Wir reden schon viel über die Religion. Zum Beispiel, ich bin ja Muslim und sie ist Christin. Und sie weiß jetzt schon viel von Islam und ich halt viel vom Christentum. Wir erzählen uns halt mehr darüber, also viel über, wie es halt so ist, was wir essen dürfen, was nicht, was in der Religion verboten ist und so. Aber eigentlich ist es spannend, andere Religionen kennenzulernen. Klar. Also ich fühle mich auf jeden Fall bei ihr sicher. Das steht fest. Und ich bei ihr auch. Fang du an. Okay, wer bist du? Ich bin Jacqueline. Und was machst du so gerne? Also wie alt bist du? 14. Wie alt, was machst du ein Hobby so gerne oder was machst du gerne? Ich gehe gerne mal raus, so mit dir. Ja, und keine Ahnung, so Schule, lesen, tanzen, singen. Ja. Und wie heißt du? Ich bin die Tanja. Und wie alt bist du? Ich bin 17. Und was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Einradfahren, Schwimmen, mit Freunden treffen, mit dir rausgehen und chatten. Cool. Ja. Was würdest du sagen, ist für dich wichtig an Freundschaft? An Freundschaft für mich wichtig, dass jemand noch sein Geheimnis, dass ich jemandem vertrauen kann. Also das heißt, für mich ist das Wichtigste, wenn jemand was sage, dass er es auch nicht direkt so weiter sagt, dass jemand vertrauen, dass er es für sich behält. Was ist denn für dich Freundschaft? Für mich ist Freundschaft, wenn ich der Person, die ich sehr gern habe, vertrauen kann, dass egal was los ist, dass diese Person immer für mich da ist, egal was ist. Und bei dir trifft das einfach zu, egal was ist, du bist immer für mich da. Und ich muss mir nie Sorgen machen, dass du vielleicht irgendwann mal sauer bist, weil ich irgendwas gesagt habe, weil du weißt, wie ich drauf bin. Und dann nimmst du mir das nicht krumm, was ich sage. Nee. Ja, ich hatte mal so Stress mit einem Typen und dann war ich voll traurig, weil er mich verarscht hat. Und Tanja war dann halt da und ich habe dann so geweint, dann hat sie mir halt geholfen, damit klarzukommen und mir auch dann gesagt, dass ich da nicht drauf hören soll, egal was alle anderen sagen und so. Ja. Und ich hatte hinterher noch Stress mit meiner besten Freundin, dass ich irgendwas wieder falsch gemacht habe. Und dann bin ich ja zu dir gekommen, dann hast du ja gesagt, als zu mir, lass sie erstmal, sie meldet sich schon irgendwann, lass sie einen Moment in Ruhe. Und ich hatte recht. Ja. Also manchmal hast du wirklich recht. Also du bist wirklich eine Person, wo ich auch sagen kann, ich kann es dir sagen, ich brauche mir keine Sorgen. Und die Sorgen sind dann weg, weißt du. Ich habe eine Person, wo ich das ausreden kann, wo ich nicht hinterher sagen kann, boah, jetzt bedrückt mich noch was. Das bedrückt, wenn ich das sage, weiß ich ganz genau, ach, ist jetzt alles wieder gut, weißt du. Ja. Wir haben Vertrauen und dass man sich der Freundschaft vertrauen soll und dass man sich gegenseitig hilft und dass man sich gegenseitig auch hilft, wenn irgendwelche Probleme sind und dass man für einen da ist und dass man keine Weichen schmeckt. Schade, sie hat eben schon alles gesagt, was ich gerade dachte. Ich würde noch sagen, vielleicht gehört auch zu Freundschaft ganz besonders, dass das Vertrauen zueinander da ist und dass
wenn man eine Person braucht und gerade zum Beispiel Stress mit irgendjemandem hat, dass diese Person dann auch für einen da ist und dass man dann auch wirklich weiß, auf die kann ich zählen, egal was ist. Und ja, die sind immer auch für mich da und so. Und wenn dann irgendwas ist oder Stress mit Eltern oder so, dass man dann auch zu uns sagt, boah, jetzt komm, jetzt stehst du bei mir und so. Ja, um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, würde ich sagen, darf man auf gar keinen Fall die andere Freundin belügen. Für mich gibt es eine ganz wichtige Regel, dass nämlich, dass zum Beispiel jetzt, wenn ich weiß, dass meine Freundin einen Freund hat und ich stehe auf diesen Typen, dann würde ich auf gar keinen Fall meiner Freundin ihren Freund ausspannen, nur um den zu kriegen, weil das wäre einfach nicht in Ordnung, das ist unfair. Bin ich doch deiner Meinung eigentlich auch. Oder dass man zu ihr hält, selbst wenn Gerüchte gestartet werden, dass man halt trotzdem die Person gut genug kennt, um zu sagen, es ist nicht wahr und dass man trotzdem zu der Person hält, auch ja, wenn sie missbraucht. Wenn man mal Fehler macht, dazu. Das verzeiht man, wenn man das erklärt, dann kann man ihn ja auch später verzeihen. Ja. Streit gehört einfach zu einer Freundschaft dazu. Vertragt sich dann irgendwann, genau wie bei einer anderen Freundin von mir. Die hätten ja auch streiten, haben sich auch wieder vertragen. Wenn man sich streitet, das gehört einfach zu einer richtigen Freundschaft dazu. Ohne Streit geht eine Freundschaft manchmal nicht. Ja. Bei mir war das jetzt auch so. Hast du viele Freunde? Ja. Wie viele? Viele. Und unterscheidest du unter Freunde, die dir sehr wichtig sind, oder sind die dir alle gleich wichtig? Ist ein bester Freund oder so? Ich habe einen besten Freund, der ist mir sehr wichtig. Ich kann alles zuvertrauen. Meine Geheimnisse. Und was findest du am wichtigsten an Freundschaften? Dass man ihnen alles zuvertrauen kann. Wie heißt du? Melina. Wie alt? 10. Hobbys? Schwimmen und Lesen. Wer ist deine beste Freundin oder wer ist dein bester Freund? Meine beste Freundin ist die Ariana. Seit wann kennt ihr euch? Seit der Krabbelgruppe. Warum ist es deine beste Freundin? Weil sie mir immer hilft und wenn ich auch hingefallen bin, mich tröstet. Was magst du an ihr? Dass sie immer zu mir nett ist und ja, dass sie immer mit mir spielt und ja. Ich brauche meine Freundin, wenn ich irgendwie hingefallen bin, dass sie mich tröstet oder ja. Oder wenn wir irgendwie ein Spiel spielen. Und dann geht es mir eigentlich immer besser. Eigentlich machen wir beides gleich. Wie heißt du? Ich heiße Leon, ja. Und du? Pascal Reuter. Wie alt bist du? 12. Und du? 10 Jahre. Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Auf einer Geburtstagsfeier. Von wem? Von einem Arbeitskollegen meines Vaters. Und wie lange seid ihr befreundet? Ein Jahr. Wir hatten uns halt auf dieser Geburtstagsfeier kennengelernt. Und dann habe ich ihn halt ein bisschen beobachtet, wie er halt so drauf ist. Und dann haben wir halt mehr unternommen. Ja. Wir vertrauen uns gegenseitig. Wir können uns Geheimnisse erzählen. Wir, also wenn wir uns jetzt sehen, dann erzählen wir auch, was halt in der Zwischenzeit passiert ist, wo wir uns nicht gesehen haben. Man muss hilfsbereit sein. Wenn der andere jetzt zum Beispiel bei den Hausaufgaben, also wenn er bei den Hausaufgaben Hilfe braucht, dass ich ihm vielleicht helfe. Wenn er angegriffen wird von anderen Leuten jetzt, zum Beispiel Jugendliche, dazwischen gehen und ihm helfen. Also sagen, hört bitte auf. Wenn er zum Beispiel jetzt traurig ist, ihn zu trösten. Füreinander da sein und dem anderen vertrauen können. Habt ihr euch schon mal gestritten? Nein. Wart ihr schon mal böse aufeinander? Nein. Wie heißt ihr denn? Ich heiße Leon. Ich heiße Cornelius. Ich heiße Jonas. Wie alt seid ihr? Ich bin 11. Ich bin 12. Ich bin 11. Welche Hobbys habt ihr? Gitarre spielen, schwimmen und Tennis. Ja, schwimmen, ja, spielen, also schwimmen, Skateboard fahren, Fahrrad fahren, Inlet, ja, das war's.
Macht ihr auch was gemeinsam? Bis jetzt noch nicht, aber ich und Cornelis, wir spielen in den Pausen immer zusammen. Ja. Seid ihr schon lange befreundet? Ja, ein Jahr. Ja. Keine Ahnung. Habt ihr euch schon mal gestritten? Nein. Was wünscht ihr von eurem Freund, dass er hilfsbereit ist oder nett? Ja, dass er sehr hilfsbereit ist, aber das sind die beiden auch. Ja. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ja, dass wir immer Freunde bleiben und immer nett zueinander und uns sein. Und uns nicht streiten. Wie kam es zu der Freundschaft? Ja, also wir sind jetzt auch in einer Klasse und wir haben auch beim Schulanfang, da hab ich den Cornelius auch schon die ganze Zeit angeguckt und so, ja. Verstehe ich nicht. Du hast doch gerade gesagt, ihr seid nicht in einer Klasse und jetzt sagst du... Nein, ich habe Cornelius die ganze Zeit bei der Schulanfang angeguckt. Und Cornelius habe mich mit Cornelius befreundet, weil er wohnt in meiner Nähe und wir fahren mit dem gleichen Bus. Ja. Und mit Leon habe ich mich befreundet, weil ich glaube, wir haben Fußball gespielt. Ja. Ja, wir haben Fußball gespielt und waren im gleichen Team. Nee, wenn man jetzt zum Beispiel Ärger mit anderen hat und so, wenn man zum Beispiel eine Fleischwunde hat. Genau wie du. Ja, ach nee. Und dann erzählt ihr euch? Ja. Muss man für eine Freundschaft denn auch was tun? Also, und wenn ja, ja, was? Ja, nett sein, also hilfsbereit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Krankenhaus liegen würde, dass die mich auch mal besuchen würden. Oh Mann, bist du nicht. Nett sein, hilfsbereit sein, freundlich sein, auch was mit den Freunden unternehmen. Ich habe auch noch was. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Streit verwickelt bin oder andere mich verprügeln oder sowas nicht vorkommen wird, dass ihr mir dann noch helft. Also ich heiße Hanna. Und ich Anna Katharina. Wie alt seid ihr? Ich bin 10. Und ich bin 9. Was habt ihr für Hobbys? Reiten. Schwimmen. Und habt ihr auch gemeinsame Hobbys? Schwimmen. wie funktioniert das im Moment mit eurer Freundschaft? Gut. Ja, gut. Trefft ihr euch täglich? Ja. Wohnt ihr weit auseinander? Ich glaube, wir wohnen weit auseinander. Ja. Habt ihr euch kennengelernt? In der Schule. Ja. Könnt ihr damit leben, dass ihr weit auseinander wohnt? Ja. Wurdet ihr nebeneinander gesetzt und habt euch so kennengelernt? Nein. Einfach dort angesprochen. Angesprochen. Gab es auch... Also, durch die Schule. Du hast, mich gefragt, ob wir Freundinnen sind. Ja, aber erst nachdem wir uns ein bisschen näher kennengelernt haben. Das waren danach so 2 Tage. 4. 2. 4. Ich kann 2 von 4 nicht unterscheiden. Also ich meine, es waren 4. Dann meine ich 3. Nee, ist ja jetzt auch egal. Was war denn der Grund, dass du das Gefühl hattest, deine Freundin ansprechen zu wollen, ob ihr Freundin... Weil die Hanna ziemlich nett ist und ja, direkt hinter mir sitzt. Ich finde das eigentlich genauso. Ich sitze vor dir. Gibt es Unterschiede zwischen euch beiden, die den anderen stören? Ja. Nein. Was magst du denn an Hanna? Oh, dass sie sehr freundlich ist und sehr viel hat. Hattet ihr schon mal eine Situation, wo ihr euch gegenseitig helfen musstet? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Fällt mir nichts ein. Und Hanna, wieso findest du, dass sie dein Freund sein soll? Weil sie hilfsbereit ist und nett und ja, ich finde, das soll so eine Freundin auch sein. Könnt ihr über alles reden und worüber redet ihr dann? Zum Beispiel,
was sagen, jemanden mich angreift oder so, dass sie auch dazwischen steht und mir hilft. Was würdest du dir von deiner Freundin sagen? Also viel Vertrauen, dass man es nicht weiter sagt, wenn man was Geheimnis der Freundin sagt, wenn das kein anderer hören soll. Oder halt auch, ja, dass sie Vertrauen in mich hat. Und ich Vertrauen in sie. Wie heißt ihr? Carlotta Krimphofe. Caroline Pauli. Alessa Krimphofe. Wie alt seid ihr? Ich bin 12. 11, 12. Wer ist deine beste Freundin oder euer bester Freund? Chiara Henke. Manuela Lukic. Jacqueline Reiner. Seit wann? Also ich kenne meine beste Freundin seit dem Kindergarten. Seit ich 1 bin. seit ich hier auf der Schule bin. Also ich bin mit der befreundet, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen. Sie ist auch ziemlich nett und lustig und ja. Also wir sind so fast gleich, wir verstehen uns gut. Ja, ja, also ich, weil ich mich halt mit dir sehr gut verstehe, wir haben fast dieselben Interessen und ja. Dass wir vielleicht, wenn wir groß sind, immer noch befreundet sind. Dass wir uns gegenseitig helfen. Ja, dass halt unsere Freundschaft halt nie kaputt geht und dass wir immer Freunde bleiben. Also bei mir wird das halt so, ich hatte halt mal Streit mit Carlotta. Dann ist halt mein Freund zu mir gekommen und hat halt mir geholfen, mich wieder mit Carlotta zu vertragen. Und bei mir, ich durfte nicht mitspielen und dann hat meine Freundin halt mit mir gespielt und mit ihm. Als ich bei meiner Freundin war, die hat auch hat ein Trampolin im Garten, dann waren wir halt auf dem Trampolin, dann bin ich irgendwie umgeknickt und dann tat halt mein Fuß weh und dann hat die mich halt auch getröstet und so und ja. Also ich habe mich noch, glaube ich, noch gar nicht mit der gestritten. Ich schon. Ich nicht. Also wir haben uns dann am nächsten Tag wieder vertragen und haben wieder zusammen gespielt. Ich heiße Carlo. Ich bin Niklas. Ich bin 11. Ich bin 10. Ich koche gerne. Pferde und auch ein bisschen kochen. Wer ist euer bester Freund? Oder Freund? S.C.K. Urbano. Lisa Marie. Eigentlich erst seit der Einschulung. Seit dem Kindergarten. Was ist eure beste Freundin? Weil wir auch schon viel durchgemacht haben. Der hat mir auch immer geholfen. Sie hilft mir immer. Was mögt ihr eigentlich? Weil er auch sehr lustig ist. Und auch immer und mich auch immer unterstützt hat. Ja, sie unterstützt mich auch immer und wenn was ist, kann ich mich auf sie vertrauen. Habt ihr euch in die Augen geguckt oder habt ihr gesagt, sollen wir jetzt Freunde sein? Ich hatte bei der Anschauung ein kleines Problem und er hat mir einfach geholfen. Und seitdem unternehmen wir schon mal was zusammen. Wir haben einfach im Kindergarten zusammengespielt und dadurch ging es. Wenn mich jemand ärgert oder wenn ich mich verletzt habe? Genau das Gleiche. Ja, und dann will mir gerade nicht einfallen. Will mir jetzt den Namen der Straße nicht einfallen. In Leipzig wohnt die jetzt. Cool. Zuerst in Düsseldorf, dann nach Krefeld, wollten dann wieder nach Düsseldorf, aber wohnen jetzt in Leipzig. Es gibt ja Computer und deswegen sehen wir uns schon öfters. Naja, wir treffen uns ja immer, ist ja nicht weit der Weg. Treffen wir uns meistens so zwischen in einem Park oder so. Und so sehen wir uns auch ziemlich häufig. Ja, wenn er ein Problem hat, wenn er geärgert wird oder sich auch verletzt hat, dann helfe ich dem auch schon mal. Weil die wollten ja zuerst nach Düsseldorf kommen, nur dann eben mussten die nach Leipzig ziehen. Ich hatte auch mal eine gute Freundin, die ist auch jetzt weit weggezogen.
dann mal schauen, vielleicht, dass man mal irgendwie hinkommt oder so. Ja, mal schauen, ob man da einen Bahnweg findet oder so. Fände ich auch nicht schön. Also, ja, fand ich nicht mit der Bahn. Ich muss sicherlich mit der Bahn fahren. Ja. Einmal ihn, einmal einen Jungen, einmal ihn. Basker. Ja, Basker. Also mehrere Freunde. Mehrere. Schon vieles ich zusammen machen kann. Was glaubst du? Ein bester Freund ist sowas, also nicht nur ein bester Freund, sondern ein wahrer Freund brauchst du auch. Also einen wahren Freund, dem du vertrauen kannst. Ja, ich finde, ja, der Andrea, der Ian, der Basker, ihr. Ich finde, wahre Freundschaft ist, wenn man zusammen skaten geht und Spaß miteinander hat. Ja, man darf seine Freunde nicht belügen oder die nicht beklauen oder sonst was. Man muss immer ehrlich bleiben. Dass man die nicht anlügen soll, beklauen soll, nicht die Geheimnisse verraten. Und ein Tipp, man kann sich keine Freunde kaufen. Denn die meisten denken, sie hätten einen besten Freund, wenn sie ihm alles kaufen, aber das stimmt nicht.